Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Phoenix Wright, Ace Attorney, Dual Destinies. Heute hören wir uns die Aussage von Miss Woods an, als die Bombe hochging. Nun, an diesem Tag habe ich von der Galerie zugeschaut. Die Bombe ging hoch. Und Geröll fiel plötzlich auf mich zu. Es fiel direkt auf mich drauf. Juni hat eindeutig große Schmerzen, dadurch, dass sie gezwungen wird, über diesen Bombenangriff zu reden. Sie schafft es nicht einmal, ihre Worte auszusprechen. So funktioniert das nicht. Was nun? Hey, warte eine Minute. Selbst wenn sie es nicht, wenn sie nicht in der Lage ist, durch Sprache ihre Gefühle zu deuten, können wir immer noch hören, was sie, was in ihrem Herzen ist. Ja. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Athenas Kraft zu benutzen. Du kannst es hören, nicht wahr, Athena? Das Weinen von Miss Woods Herz? Ja, und sie hören sich durchaus angespannt an. Sie ist so verängstigt. Da, ich glaube, sie könnte jeden Moment kollabieren. Oder umkippen, sowas. Nicht kollabieren unbedingt, aber umkippen. Athena hat eine einzigartige Fertigkeit, müsst ihr wissen. Mit ihrem überempfindlichen Gehör ist sie in der Lage, die Wörter der Herzen der Zeugen zu hören. Um es genau zu sagen, sie ist in der Lage, die wahren Gefühle einer Person durch die Stimme zu hören. Schätze, jetzt liegt alles an Athena und ihrer speziellen Kraft. Athena, ich möchte, dass du diese analytische Psychologie benutzt, die du studiert hast. Und dann die Aussage von Miss Woods Herz anhörst. Okay, Boss. Ich werde es mal versuchen. Schließlich habe ich aus diesem Grund alles in das Studium der analytischen Psychologie hineingesteckt. Auf geht's! Lass es uns anpacken! Also, dein holographisches Tingamumu-Blabla-Zeug kann uns zeigen die wahren Gefühle von Miss Woods, richtig? Um es kurz auszudrücken, ja. Die Emotionen und die Bilder, die ich durch die Aussage gerade aufgenommen habe. Ich kann das alles in Widget eingeben und dann die Stimmungsmatrix benutzen, um sie zu analysieren. Diese Stimmungsmarker reflektieren wie Junis Emotionen. Wenn sie sich glücklich fühlt oder freundliche Erinnerungen hat, dann wird der Glücklichmarker aufleuchten. Wenn sie wütend oder frustriert ist, wird der Aggressivmarker reagieren. Wenn sie sich traurig fühlt oder verängstigt ist, dann wird der Traurigmarker aufblinken. Und wenn sie überrascht ist oder verwirrt, dann wird der Überraschungsmarker es dich wissen lassen. (lacht)
Also, mit deiner speziellen Fähigkeit und Widgets Stimmungsmatrix-Programm können wir herausfinden, wie Miss Woods sich während der Aussage fühlt. Wenn man über die Wunder der Technologie redet. Jupp, dann lass uns mal jetzt versuchen. Ich kann irgendeinen Bruch in der Stimme oder in Junis Herz heraushören. Sehen Sie? Das ist das Geräusch, das ich durch die Stimmungsmatrix aufnehme. Das ist das Ergebnis von... Oh, Inkonsistenz, sowas, zwischen ihrer Aussage und ihren Gefühlen. Okay, ich schlag's nochmal nach, ob's wirklich so heißt, weil, das müsste es doch sein. Inkonsistenz, ja, Unbeständigkeit, Unheimlichkeit. Also, etwas ist nicht gerade richtig einheitlich. Es gibt Unstimmigkeiten. Unstimmigkeit ist das gute Wort dafür. Danach habe ich gesucht. So. Wenn wir diese Unstimmigkeiten herausfinden können, sollte eigentlich der Geräuschpegel runtergehen. Ganz wie bei meiner Arbeit eigentlich. Da will ich auch nicht so einen hohen Geräuschpegel bei der Chromatographie haben. Cool. Okay, jetzt ist es Zeit, Miss Woods wahre Aussage zu hören. Dann laden wir mal. Und ich finde, hier kommt echt der 3D-Effekt richtig zur Geltung. Es sieht einfach verdammt geil aus. Da hat man wirklich diese Mood-Matrix als Fenster und kann reinschauen in die Aussage. Das ist richtig cool. Also von der Galerie. Die Bombe ging hoch, ja. Ich glaube, da wäre ich auch ziemlich überrascht. Dann kam das ganze Geröll auf sie zu. Okay, ich glaube, hier haben wir irgendwas Merkwürdiges. Wer Demo gespielt hat, weiß, was hier komisch ist. Nun, ich denke, ich habe jetzt ein gutes Bild von Junis Emotionen. Die Kraft von Athena ist echt unglaublich. Und ich habe eine unerwartete Emotion in ihrer Aussage entdeckt. Was? Jetzt schon? Schauen Sie, als sie sagte, dass das Geröll auf sie fiel, hat der Glücklichmarker reagiert. Nun, schau sich das mal einer an. Das ist wirklich komisch. Es muss einen Grund für diese widersprüchliche Emotion geben. Wir müssen das nur ausgraben. Wenn du eine unerwartete Emotion findest, musst du den Pinpoint-Button drücken. Und dann die unerwartete Emotion von einer der Stimmungsmarker auswählen. Okay, drücke den Pinpoint-Button. Und wir wählen natürlich den Glücklichmarker. Hab es! Widget hat Glück in Miss Woods Aussage registriert, als sie aussagte, dass das Geröll auf sie fiel. Es muss einen Grund für diese unerwartete Emotion geben. Miss Woods. Als das Geröll auf sie drüber fiel, gab es da etwas, was sie glücklich stimmte? Was? Mr. Wright, das Gefühl von Glück sprudelt geradezu in ihrem Herzen. Wenn sie so weitermachen, wette ich, dass Junie sich beruhigen wird. Großartig. Dann lass uns mal hören, was sie zu sagen hat. Als ich den Gerichtssaal entkommen wollte, ging die Bombe hoch.
Ich war so verängstigt, dass ich gestolpert bin. Und dann kam das Geröll direkt auf mich zu. Und ich habe echt gedacht, das war's für mich. Aber dann... Holla. Wow, holla. Die übertrifft ja jede Nähmaschine. Heilige Scheiße. Wow, pass auf, dass China dich nicht entdeckt. Sonst musst du für ganz wenig Geld arbeiten dort. Aber dann kam Apollo und hat mich gerettet. Apollo? Er hat seinen eigenen Körper benutzt, um mich vor dem Geröll zu schützen. Daher hat er also diese Verletzungen. Wie fühlst du dich, Juni? Hat das Reden über Apollo dir ein bisschen Courage gegeben? Ja, Apollo ist wie die Sonne. Einfach stark und hell und so warm. Wow, spüre ich deine Liebesbeziehung? Oi. Apollo, du gehst aber ran hier. Bist immerhin weiter als Phoenix. Bei dem wissen wir ja immer noch nicht so ganz recht, für was er sich entscheiden muss. Allein das Reden über ihn fühlt sich so an wie ein Blatt, das Photosynthese betreibt. Was? Wie fühlt sich denn ein Blatt an, das Photosynthese betreibt? Die ist komisch. Die gehört wahrscheinlich zu den Grünen. Verdammt. Und schau mal, dein Husten hat plötzlich aufgehört. Oh, du hast recht. Ich danke dir, Tena. Geräuschpegel auf 50% runtergegangen. Sieht so aus, als konnten wir ein bisschen neue Aussage herausholen. Ziemlich cool, was? Aber es ist immer noch ein bisschen Geräusch übrig geblieben. Das bedeutet, dass es immer noch Unstimmigkeiten in Junis Herz gibt. Sieht so aus, als müssen wir dann weitermachen. Lassen Sie mich die neue Information eingeben und die Stimmungsmatrix updaten. Dann sollten wir bereit sein, weiterzumachen. Sie erinnern Sie sich, was Sie zu tun haben, richtig? Wenn ich eine unerwartete Emotion finde, dann sollte ich Pinpoint drücken. Ganz richtig. Und dann wählen Sie die unerwartete Emotion aus. Wenn wir den Grund für diese Unstimmigkeit in Ihrem Herzen finden, dann sollten wir noch mehr Aussage erhalten. Also dann. Info, Update. Ich habe versucht zu fliehen, aber ich war zu langsam. Bevor ich entkommen konnte, ging die Bombe hoch. Ich war so verängstigt, dass ich gestolpert bin. Dann kam, das ganze Geröll auf mich drauf. Ich hatte gedacht, das war's für mich. Info-Update. Aber dann kam Apollo und hat mich gerettet. Ja, Überraschung immer noch wegen der Explosion. Glücklich, ja, Apollo war da. Aber warum bist du denn dann plötzlich traurig? Das sollten wir klären. Hab es! Sie waren glücklich, als Mr. Justice sie gerettet hat, richtig? Ja, ich war wirklich glücklich. Aber gab es aus irgendeinem Grund etwas, was sie auch traurig stimmte? Traurig? Der Grund, warum ich frage, ist... Als sie beschrieben haben, wie sie gerettet wurden... konnten wir nur ein bisschen Traurigkeit feststellen. Oh! Ich glaube, das liegt an Boomrap Rhiney. Boomrap Rhiney? Wer hätte das gedacht? Schon wieder etwas Neues. Das ist richtig.
Ich habe mein Stofftier mitgenommen, Bumrap Rhiney, um die Verhandlungen mit mir zu schauen. Bumrap Rhiney und Phony Fanty sind Brüder. Wer hätte gedacht, dass die Welt des Gesetzes solch ein Merchandising produzieren würde? Ich hatte Bumrap Rhiney bei mir, als ich die Verhandlung geschaut hatte. Aber bis Apollo mich gerettet hat, habe ich gar nicht bemerkt, dass ich ihn verloren hatte. Während ich weggelaufen bin. Mein armer Rhiney, ein Opfer dieses schrecklichen Bombenangriffs. Oh, ich weiß, Sie können sehen, wie er aussieht auf diesem Poster. Es ist eine Kampagne, um falsche Beweise und falsche Anschuldigungen auszulöschen. Phony Fanty und Bumrap Rhiney, hä? Nichts gegen die Kampagne, aber warum ein Elefant und ein Rhinoceros? Mr. Wright! Ich spüre keine Unstimmigkeiten in Junis Herz mehr. Geräuschlevel 0%. Das bedeutet wohl, dass wir alles aus ihrer Aussage rausgeholt haben. Das ist richtig. Ich werde mal die ganzen neuen Infos updaten. Dann sollten wir ein komplettes Bild haben. Glauben Sie, Ihre neue Aussage wird helfen? Absolut. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte, Athena. Also Bumrap Rhiney war im Gerichtssaal, als die Bombe hochging. Jetzt, wo wir das wissen, ändert es die Bedeutung eines anderen Beweisstückes. Alles, was ich tun muss, ist es zu präsentieren. Und zwar bei der richtigen Aussage. Info-Update. Ich habe mit Bumrap Rhiney die Verhandlung von der Galerie ausgeschaut. Ich habe versucht wegzurennen, aber war zu langsam. Bevor ich entkommen konnte, ging die Bombe hoch. Ich war so verängstigt, dass ich gestolpert bin. Dann kam das Geröll auf mich drauf. Ich dachte, das wär's für mich. Aber dann kam Apollo und hat mich gerettet. Aha. Die wichtigste Info, die wir bekommen haben, war, dass Bumrap Rhiney dabei war. Und das ändert komplett diesen Beweisstück hier. Phony Fanty Tail. Oh Gott, ich hoffe, das ist richtig. Oh komm. Daumen drücken. Einspruch! Yes, und das war's auch. Miss Woods, ich weiß, dass diese Verhandlung sehr schwer für Sie war. Aber Sie können jetzt nun ausruhen, denn ohne Zweifel weiß ich, dass Sie unschuldig sind. Mr. Wright, was für wilde Behauptungen machen Sie hier? Meine wilde Behauptung ist das. Zwei Stofftiere wurden miteinander verwechselt. Der Schwanz, worauf die Fingerabdrücke der Angeklagten drauf sind, stammt nicht von Phony Fanty. Sie stammt von ihrem Galerie-Freund Bumrap Rhiney. Und hier ist der Verfolgungstheme von Ace Attorney 5. Einspruch! Oder besser gesagt, Einspruch. Ich bin noch nicht so ganz gewohnt mit meiner Stimme. Also was? Was für einen Blödsinn reden Sie da? Ja, es handelt sich um zwei Stofftiere, aber das sind doch völlig andere Charaktere. Ein Elefant und ein Rhino.
Sie sollen den Verteidiger und den Staatsanwalt symbolisieren. Ah ne, sie sind so unterschiedlich wie ein Verteidiger und ein Staatsanwalt, sowas. Aber sind sie denn wirklich so unterschiedlich? Beide, sowohl Verteidiger als auch Staatsanwalt, streben danach, den Frieden durch das Gesetz zu bringen. Selbst Elefanten und Rhinos haben Ähnlichkeiten. Sie sind beide grau zum Beispiel. Jedenfalls, dieses Poster ist alles, um meine Behauptung zu beweisen. Wenn Sie sich das genau anschauen, dann sollte klar sein, womit Sie die beiden sich verwechselt haben. Ja, wo war die Verwechslung? Was beweist die Verwechslung? Das sehen wir im nächsten Part. Bis dann.